Cheers. Prost. Schön. Willkommen bei Lucky Lucky. Das Geld ist, dass die ganzen 80-Jährigen sich tausendmal besser auskennen als wir. So. Was fürs Portemonnaie? Hier sind doch alle Sehenswürdigkeiten rum. Ja, hier sind alle Sehenswürdigkeiten. Hast du mir gerade einen Ausschnitt durch? Nein! I lost my short in New York. Da kannst du 2 Wochen drauf rumklettern, hast immer noch nicht alles gesehen. Das ist die klipst sich hinten immer künstliche Locken an, das sieht man. Man kriegt auch viel Sonne hier auf so einem Trip. Das ist der Autor, der ja. Autogramm schreibt. Wäre das nicht auch was für dich hier an Bord, einen Kurs zu machen, über Drehbuch schreiben? Total gerne. Schreiben Sie lustige Szenen über Oralsex. Das hast du ja gemacht, ne? Ja. Wühler und Pika. Der Wühler, der benimmt sich da unten wie eine Hausfrau am Wühltisch beim Sommerschlussverkauf auf der Suche nach dem billigsten Schnäppchen. Und er will gelobt werden. Ungefähr so, ja. Bin ich gut? Ja, soll ich so weitermachen? Der Pika denkt, er ist der Allergrößte. Weil der Pika im Gegensatz zu den anderen Zweien der Einzige ist, der den Kitzler findet. Und dann geht's los, ja, als gäbe es keinen Morgen mehr. Muss man nicht eine gewisse Art von Vagina haben, um da dass man darin wühlen kann? Das ist offensichtlich immer noch nicht richtig verstanden. Das, wo ist denn oben? Hier? Oben, das oben, ja. Okay, dann ist hier der wichtige Teil. Okay, alles klar. Dann können wir das hier... Ein Wühler würde so machen. Hektisch hin und her wühlen. Der Pika denkt sich, ich weiß, welcher der empfindliche Teil ist. Und zwar da. Und dann macht er so. Ich weiß, wo deine Klitoris ist. Tut das nicht Frauen sogar weh? Also wenn man ein Mann ist, würde ich es vergleichen mit dem Gefühl, dass man hätte, wenn einem jemand mit einem Kugelschreiber auf die Eichel eindrischt. Das wäre ungefähr das Gefühl. Wow. Wo ist denn hier unsers? Die sind weg. Oh. You found them. Oh. Ooh la la. Hi. I don't. You look substantially different than the other people on the ship. I like it. Yeah. I'm different. Bye-bye. Na, ihr Süßen? Schaust du Lucky Lucky? Dieses Casino! Yeah, they beat me. They beat you? Yeah. Hello. Ich hätte gern Pink. Pussy wins. Ich gebe mein Lieblingsalter bei Frauen. Gin Tonic would be nice. Mach mal die Augen zu und denk an Nora Tschirner. An welche Zahl denkst du jetzt? Auf die Sätze bitte, ja? Ist sie 28? Ja. Originell. Wow, that was magic. Darf ich dich küssen? Na klar. Oh, was ist das für ein Parfum? Ist das Gucci Flora? Ja. Oh, wow. Du bist ja ein Kenner. Aperol Spritz, 19. Ah, Moscow Mule. Wow, wir haben noch 50% unseres Einsatzes. Das ist gar kein News Camule, das ist ein Wodka Lemon. We lost it all, but it was fun losing with you. You didn't lose your Camule. Thank you very much. Da. Nein. Vielleicht sollte man das vorher ankündigen. In diesem Raum versammelt sich der Auswurf des Schiffs. Hey! they kicked me out of Facebook because I posted a naked photo of myself. That was great. Thank you. Hi. That's all it was enough for you guys.
I have another gig in the next room. He didn't take a shower. Hello. Ooh la la. Have you guys been making up? I got invited to a threesome by a couple on their 30th wedding anniversary. They're like 56 and 63. Like, and they've asked me. You too? They invited me and Mandy. And they've asked me three times now. And then they came up to me yesterday and they said, our proposition is for one day more. Well, we're going in there. We're going to try and get some help. Have a nice evening. Yes. Hat sich das auch ein bisschen verändert, diese Reise, Annika? Sehr. Ich habe jetzt nicht mehr so Angst vor dem Alter. Ist alles sehr angenehm. Man isst 3 bis 4 Mal warm am Tag. Das ist ein Sterbeschiff, ne? Ja, das ist schön. Man geht ein bisschen ins Casino, wartet aufs Sterben, aber man vertreibt sich die Zeit doch. Ja, da kann diese eine Woche, die Reise zwischen Alter und neuer Welt dauert, kann eben auch ein Segeln auf dem Fluss Styx sein, ne? Wie wir, die das große Graecum haben, wissen. Hier macht man die Kondome ab, bevor man es reinsteckt.